Oh, hallöle meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Minecraft-Part. Wir sind heute dabei, beziehungsweise werde ich heute mal unsere Häuschen umbauen. Da habe ich mir aber vorgenommen, dass ich einfach jetzt mal... So, und zwar eine Schaufel baue, den Lehm abbaue und einmal ein bisschen unsere Häuschen verschönere. Und dann will ich direkt gleich noch einen Keller reinbuddeln. So. Ja, ne, direkt noch einen Keller reinbuddeln und dann dort sozusagen meine ganzen Kisten dann aufbewahren. Dann machen wir gleich drei. So. Okay. So, da werde ich mir jetzt erstmal Lehm holen. So, eben mal schauen. So. Gut. Ah, süß. Das kleine Vieh. So, hier vorne direkt haben wir schon Lehm, sehe ich gerade. Ich glaube... Dann nehme ich doch mal die hier, weil da kommen nämlich mehr Lehm dann raus. Ja. Deutlich mehr. Na, geht doch mal hier hoch. Fein. Da bauen wir nämlich dann schön mit Lehmziegeln. Ich glaube, drüben auf der anderen Seite war dann auch noch Lehm gewesen. Müssen wir dann nachher mal schauen. Gut, okay. Ich muss mir aber jetzt mal schnell Essen holen. Weil ich mich sehe, dass meine Herzen dann nicht mehr hochgehen. Jetzt geht's so noch, aber mein Essenbalken, die gehen schon runter. Hier habe ich nichts. Nehmen wir mal einen Apfel mit. Und dann müssen wir mal gucken. Ups. Na, jetzt. Ob ein bisschen Weizen fertig ist, da kann man nämlich direkt nochmal... Ne, hier hinten das. Okay, das war auch noch nicht richtig fertig. Da muss ich dann nachher mal mit Knochenmehl rangehen. So, da aber jetzt eh unsere, da jetzt eh die Sonne runtergeht, werde ich jetzt erstmal schnell schlafen gehen. Dass wir dann direkt weiter abbauen können. So, gut. Hier ist noch mal ein bisschen was. Ja, ne, wie gesagt, da bauen wir unser Häuschen ein bisschen aus. Und dann kümmern wir uns jetzt. Und dann kümmern wir uns noch ein bisschen um die Tiere, zwecks Ställe noch ein bisschen erweitern und so. Aber ich glaube, jetzt hier in dem Part schaffen wir wohl
gerade mal noch schnell das Haus fertig zu machen bzw. anzufangen. So, na, alles einsammeln. Drüben ist auch noch was. Sehr schön. Okay, also unter Wasser kann ich definitiv auf jeden Fall nicht so schnell buddeln. So, das schaffe ich direkt das erstmal zum Ofen, um zu gucken, wie weit ich jetzt damit komme. Dann werde ich mir, glaube ich, direkt, obwohl, stopp, ich gehe mal schnell noch Pflastersteine holen, um mir noch einen Ofen zu bauen. Weil es dauert mir ehrlich gesagt sonst zu lang. So, irgendwo hier vorne war doch gewesen noch Wasser und Steine. Genau. Hallo Kuh. Und hier ist direkt noch Lehm. Oh, das sieht diesmal nach viel aus. Obwohl, das täuscht. Gut, dann wollen wir mal nicht unser Leben riskieren und bauen direkt mal hier ein bisschen Stein ab, Pflasterstein. Da bauen wir uns dann noch ein Öfchen hin und dann passt das. Ach, ist doch doof hier. So, 16, das müsste erstmal reichen. Tja, entschuldige, der Nieser musste aber raus. Mal hier einmal rein. So. Da einmal rein. Gut, okay. Das tue ich jetzt erstmal wieder hier rein. Das auch, das auch. Die Äpfel auch erstmal. Und dann hole ich mir mal schnell, genau, Knochenmehl und kann dann oben den Weizen fertig machen. Dass ich dann. Ui, das ist eine Menge. Dass ich das dann schon machen kann für die, dass die sich oben, also die Kühe vermehren und so, dass ich dann sagt schon, Fleisch wiederholen kann. So. Ich könnte zwar auch Brot draus machen, aber hey,
Für was Brot, wenn man Fleisch haben kann, ne? Gut. Okay, meine Lieben. Da haben wir das jetzt schon gemacht. Jetzt wird es schon wieder Nacht. Mensch, es geht so schnell. Och, Mädels. Geht mal weg jetzt hier. Ja. Einfach mal wahllos in die Bande rein. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt lege ich das mal hier, das da. Gut. Komm, kann ich das restliche Mehl noch bei den Bäumen hier reintun. Okay, der ist nichts. Der will auch nicht. Doch, jetzt. Okay, manche brauchen also mehr. Gut. Und drüben habe ich ja noch die anderen. Gut, okay. Haben wir das erledigt? Na, das sieht doch gut aus. Tatü, tata, tatü, tata. Habt ihr das gerade gehört? Extrem laut. So, das kann das mal weg. Das kann weg. Okay. Gucken wir mal, was hier macht. Naja. Was ist das schon? Ziegelstein, jo. Wieso sieht der aber nicht so schön aus? Ganz kleinen Moment mal kurz. Das Handy klingelt nämlich. Gut, okay. So, okay. Wow, kriegt mir richtig viele raus. Gut, 4 Stück haben wir jetzt. Also 10 Stück. So rum. Pardon. Das sieht irgendwie so hell aus. Naja, mal gucken. Ich werde jetzt mal hier. Obwohl, nee, ich fange unten an. Wir fangen unten an. Mit. Da. Naja, geht. Das sieht dann recht aus wie ein Haus, würde ich mal sagen. So ziegelsteinmäßig. Ja, ist okay. Brauchen wir aber definitiv da noch mehr. Weil das wird nicht reichen. Schön. Und so machen wir dann unseren kompletten Grundriss. Das kann ja was werden, Leute. Gut. In der Zwischenzeit werde ich jetzt aber mal hier unten schon mal unseren Keller einbauen. Ich mal hier die eine Reihe mal wegnehmen. So, genau. Da bauen wir dann hier unseren Einstieg. Ja. Brauche ich doch eine Hacke.
tot, okay. Habe ich vorne eigentlich zugemacht. Nicht, dass mir jetzt hier gleich ein Zombie hier reinläuft. Ja, gut, okay. Da haben wir gleich noch ein bisschen Stein, passt. Schön, dass natürlich, wenn wir jetzt noch auf Kohle stoßen würden. Gut, ich denke, von der Größe her reicht das auch, unser Keller. Mal gucken, ob wir da noch Leitern haben. Dann werde ich das hier unten nämlich mit einer Leiter machen, also einen Einstieg mit der Leiter. Eine Leiter und eine Falltür brauchen wir. So, Leitern haben wir schon mal, das ist schon mal gut. Und jetzt brauchen wir noch eine Falltür. Falltür, Falltür, Falltür. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir noch Bretter? Ja, einmal. Zweimal. Muss ich erstmal schauen, wie eine Falltür ging zu bauen. Druckplatte, Holzstufe, Falltür, da haben wir es doch. Gut. Einmal, zweimal, ups. Gut, okay. Ups. Nehmen wir den Fisch zum Abbauen hier. Passt. Und da muss ich dann noch eine Leiter machen. Ist ja auch egal, auf jeden Fall gut. Haben wir das jetzt schon mal gelöst? Gut, okay, da kommen jetzt hier die Falltüren drauf. So. Perfekt. So schnell haben wir uns einen Keller gebaut. Gut, meine Süßen, ich würde sagen, ich mache jetzt aus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.